Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Ihr wisst bestimmt, um was es jetzt geht. Es geht um den PKW mit seinem Anhänger. Ja, ne? Er macht Anhänger. Ihr habt gehört, Klemmi ist auch hier. Der hat gestern noch den zerlegt, damit wir den aufbauen können. Ich mache das Fahrzeug vorne. Ich mache original Brumm Brumm. Ja, so. Wie gesagt, diese Sachen gibt es nur im Lidl in Österreich. 290 Teile, 14,99. Und er schmeißt schon wieder rum mit den ganzen Teilen. Ja, such mir schon einen Teil raus. Ja, das Auto mit dem Anhänger, mit dem Campinganhänger, wird aufgebaut bleiben. Werden wir schon irgendwo einbauen. Deswegen haben wir zuerst die zwei Sachen gemacht. Ja. Schaut bei Lidl mal auf der Seite hier in Deutschland. Da gibt es auch tolle Sachen und sehr günstig zum selber bauen oder sogar zum Verschenken. Ist zu empfehlen. Nein, wir kriegen nichts von denen. Aber wir sind daran interessiert, dass unsere Zuschauer immer günstige Steine bekommen. Ja. Oder günstige Sets. Also, wollen wir mal gucken. Also, das hat Teile hier zur Schwindibus machen lassen. Den brauchen wir. Und wo hast du den anderen versteckt? Was? Da ist er. Ja, ja, komm, komm, willst du wegrollen. Nö. Kenn dich. So. Ich bin so ein Pedant. Ich achte immer auf die Laufrichtung von den Rädern. Ich weiß auch nicht warum. Ist bei den Modellen total egal. So, dann komm her, du Auto. Achso, das ist das Teil von vorne. Gleich das erste. Warum sagt mir das denn keiner? Ja. So. Ja, die Teile sind klasse. Die zwei Objekte, die hier Klemmi bereits gebaut hat, die sind super. Sehen wirklich gut aus. Ja. So. Sahen gut aus, weil... hat sie kaputt gemacht. Jetzt liegen sie am Haufen. Ey, das eine hast du kaputt gemacht, ja? Ach, Menno, immer ich. So. Merkst du, es wird langsam weniger? Oh ja, Rasen nimmt es ab hier. Ja, die zwei werden dann auch noch gebraucht. Legen wir mal an die Seite, da müssen wir nicht groß suchen. Ja. Wo sind vier Dachrinnen? 1, 2 und 3.
So. Es hat so eine Scheibe gefehlt. Die habe ich jetzt aus einem anderen Set rausgeholt. Aus dem Rest des Set. So. Jetzt kommt der Bügel da drauf. Na komm. So, das sind die rechten Reifen. Die haben wir schon zurechtgelegt. Naja, es geht. Sonst sind die Räder zu weit drin. Du musst sie nachjustieren. Schade. Jetzt bin ich mal gespannt. Was sind hier von der anderen Seite? Das läuft. Das wird auch nicht laufen. Das, was du jetzt hast, läuft auch nicht. Doch. Logisch läuft es. Wenn ich sage, das läuft, dann läuft es. Aber warum macht der hier Zirkus? Jetzt läuft er. Sehr gut. Ja, wunderschönes Auto. Kommt gleich zum Fazit. Wir sind soweit fertig. Ja. Die Plätti-Figuren. Ja, die hat ja auch einen Ständer, damit man sie überall hinstellen kann, wenn sich gleich umfällt. Ist ja keine Umfallfigur. So, man kann links und rechts die Türen aufmachen. Ich mach mal Licht. Man kann sie immer noch aufmachen. Auch mit Licht. Dann das zum Bespielen. Ist ein Spielset, ein reines Spielset. Die Steine sind klasse, bis auf das eine, was hier gefehlt hat. Ja. Habe ich aus einem Friendset habe ich es rausgenommen von dem Fahrzeug. Ja. Finde ich okay. Passt. Sitzt, wackelt. Kann bei jedem so. Und ranfahren. Ja, Logo. So mache ich jetzt keinen Aufstand. Müsste ja bescheuert sein. So. Ich zeige erstmal hier einen Campingkocher. Schön mit Bratpfanne oben drauf, Flamme drunter. So, über ist hier zweimal eine Lampe und der wird nicht eingebaut, der fährt auf Automatik. So, dann machen wir weiter. Dann diese schöne Liege mit Becherhalter. Kann die Figur draufgelegt werden. Und ein Klapptisch. Kann man schön die Beine anklappen. Die Idee ist gut. Besser als ein Klappstuhl. Ja. Den kann man dann später in eine Holzkiste legen. Und dann den wirklich gut gemachten Anhänger. Jetzt muss ich erstmal die Blendung rausnehmen. Ja, das sieht wirklich gut aus. Der sieht klasse aus. Und vorne mit der Gasflasche drauf für die Heizung und Erd. Dann hier drüben Eingangstür, die schwer aufgeht. Das ist ein neues Fahrzeug. Ja. Ein bisschen ausgelutschtes. Dann hier vorne ein Sonnensegel, was man hochklappen kann. Und die Rückseite. Auch sehr gut gelungen. Und hier oben hat er auch so eine Antenne drauf, die ihn soll eigentlich versetzt drauf, damit es so besser hält. Aber egal. Und dann kann man hier das Ganze öffnen und bespielen. Hat man zwei kleine Schränkchen drin. Gucken. Auch wieder so ein Kaffeeautomat. Ich muss es tiefer halten, damit es reinleuchtet. Das ist der. Und jetzt. Da. Geht doch. Hier oben der Kaffeeautomat. Ich würde es mal so rum. Nach der Schrank. Alles, was man so braucht, außer ein Bett. Das kommt auch noch rein. Oder also das ist ein Außenbett? Ist das ein Außenbett? Das ist eine Liege. Ja, und ist das eine Außenliege? Ja, das ist eine Außenliege. Das hier mit dem Dach, das ist nicht ganz so stabil. Das ist halt ein Spielset. Ja. Also, da
ist kein Stabilset. Das hängt hier nur auf zwei Noppen hier hinten fest. Wo grobe Kräfte sinnlos walten. Ja, wenn man das Ding hier aufmacht, muss man gegendrücken. Ja, logisch fest, gegendrücken. Fest gegendrücken, damit das Dach nicht abgeht. Das war das Einzige. Aber das ist, wie gesagt, ein Spielset. So, und jetzt hängst du mal dran. Kann man das auch aneinander koppeln. Mhm. Standardkupplung. Ja, und jetzt fahr im Kreis. Wirklich gut ist. Ja, geht sogar. Ja. Also da kenne ich Sachen, die funktionieren nicht so. Aus einem gewissen Ländle, ne? Ja. Tolles Fahrzeug mit Anhänger. So, 3-in-1-Set, also 3 Sachen können da gebaut werden. Wir haben sie alle 3 gebaut und wieder zerstört und der bleibt jetzt so, wie er ist. Ich denke mal, hier wird ein bisschen was geändert. Schon ein paar blaue Steine, damit das Ding hier dicht gemacht und so ist. Weil das gefällt mir nicht. Das ist kein ne? Ihr wisst, was ich meine. Das Sonnensegel, meinst du? Ja, hallo, wenn ich das aufmache, habe ich ein Loch da drin, ne? Oder? Nein, ist es nicht. Okay, kann bleiben. Nur die beiden, die Dinger hier, die gefallen mir nicht. Müssen wir mal gucken, bei Kobi gibt es diese kompletten, die ja. Baseplates, die, unter, die man drunter machen genau, kann. Die glatt sind unten. Dass man das davon eins optimal, nimmt ja. Und dann passt das. Ja, dann ist das nicht mehr so puckelig. Ansonsten gespannt mit Anhänger, genial. Ansonsten kommt das Ding weg und hier kommt eine Plate rein oder was. Dann passt das auch. Irgendwas. Ja, das taugt mir nicht hier. Das gefällt mir nicht. Okay, aber 100%ige Kaufempfehlung. Wie gesagt, das Teil, dieses Set gibt es in Österreich im Lidl. 14,99, 290 Teile, dreimal Aufbauspaß und ja. Dreimal 100% Kaufempfehlung, also 300% Kaufempfehlung. Ja. Ja. Man kann auch 3 kaufen und alles aufbauen. Zum Beispiel, ne? Ja gut, mir zum Beispiel gefällt das Fastfood-Ding nicht. Ja, man kann es ein bisschen umbauen. Also brauche ich nur 2 kaufen. Zum normalen Transporter und dann sieht er auch richtig klasse aus. Die Front war wirklich schön. Die Front war klasse. Da hätte man noch ein Lenkrad drauf machen können. Und das Schöne ist, man hat die Anleitung, man kann es mit eigenen Steinen nachbauen. Ja. Die man so in einer Riesenkiste rumfliegen hat. Richtig. Ich find's geil. So. Also, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist ein geiles Spielset. Ja. Und vor allen Dingen, man kann damit auch fahren, weil die Deichsel hier hinten, die Anhängerkupplung, ist lang genug, damit man noch einen Bogen fahren kann. Denn wir haben euch schon Sachen gezeigt. Da fährst du keine Kurve. Ja. So. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, oder alle 3, dann Daumen hoch, abonniert uns. Ja, das war's dann für heute. Ja. Und wir verabschieden uns mit, wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschüss.